Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, heute zum zweiten Teil von der Erweiterung, dem Bergfried zu Burg Blaustein. Da schauen wir uns heute mal das Set ein wenig an, wie es aussieht und stellen es unten auf meinen Berg. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe selber noch nicht rangebaut. Hier habe ich ja noch provisorisch, wer das letzte Video gesehen hat, den Felsen rangebaut, damit ihr ungefähr sehen könnt, wie es im Original aussieht. Ich werde euch die Rückseite zeigen, aber ich werde die Wand nicht mehr rausnehmen. Ihr habt die Probleme in meinem ersten Video, ich verlinke euch das hier oben, wahrscheinlich gesehen. Ich werde das jetzt nicht nochmal entfernen. Wenn ihr den Inhalt sehen möchtet, guckt bitte in das erste Video. Wie gesagt, verlinke ich euch da oben, da könnt ihr den Teil sehen. Das Teil macht wirklich Probleme und ich will das nicht immer rein und raus machen, weil das nicht wirklich gut geht. Jo, gut. Ich würde sagen, wir starten mal. Als allererstes zeige ich euch mal diese kleinen Bäume hier. Die waren ja früher da vorne dran, wo jetzt der Bergfried ist. Die wurden abgebaut. Ich habe jetzt hier die ganzen Slopes nicht angebaut, einfach nur, um euch das zu zeigen, weil ich nehme diese runden Plates gleich eh ab, um dann die Bäume irgendwo zu platzieren am Berg. Und das ist der andere. Das ist im Prinzip ein normaler Tannenbaum. Da gibt es ja auch ein Dreier-Set bei Blue Bricks zu bestellen. Ich verlinke euch die gerne unten, wenn ihr da Interesse daran habt. Ist ein Affiliate-Link, bekomme ich wieder einen kleinen Teil ab, wenn ihr da bestellt. Kostet euch nichts extra und ihr unterstützt halt mich, um ja, damit ich weiter euch Sets zeigen kann. Und würde mich ja, freuen, wenn ihr es tut. Ihr müsst es nicht, aber würde mich natürlich freuen. Vielen, vielen Dank, wenn ihr es macht. Aber die werden wir jetzt mal aus dem Bild stellen und dann widmen wir uns diesem Teil. Ich gehe mal ganz weit zurück, damit wir das Ganze mal ganz drauf kriegen. Ich muss mich hier komplett über meinen Stuhl lehnen und hänge fast in der Lightbox. Ja, so sieht das Teil aus. Sehr, sehr schönes Teil, wie ich finde, mit leichten baulichen Schwierigkeiten. Ein bisschen viel gewollt bei der Bauart, aber halt in meinen Augen nicht ganz so gut umgesetzt. Ich hätte es einfach besser gefunden, wenn es leichter gebaut worden wäre. Guckt euch den ersten Part an, da seht ihr das alles. Jetzt gehen wir mal zum Set über. Hier unten hat sich nichts verändert. Hier ist diese Zugbrücke dran. Die ändert sich ja erst im dritten Teil im Prinzip von der Erweiterung. Wie ich die dann baue und einsetze, weiß ich noch nicht. Ob ich es überhaupt mache, weiß ich auch nicht. Vielleicht fange ich jetzt an, das ganze Set auch hier vorne abzuändern mit einer Mauer und ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss mal schauen oder ich warte einfach, was bei der vierten Erweiterung kommt, bevor ich mir überhaupt die dritte Erweiterung hole. Also da warte ich jetzt erstmal so ein bisschen ab. Seid mir nicht böse, wenn ich da bei Burg Blaustein vielleicht jetzt nicht auf Anhieb weitermache, weil ich muss erstmal schauen, was für mich Sinn auf meinem Berg macht, weil der ist nicht unendlich groß. Ich habe schon echt Probleme mit diesem hohen Bergfried. Da müssen wir dann mal nachher gucken, wie das unten wird. Ich habe schon die Glasböden umgehängt, das zeige ich euch gleich. Ja, schauen wir uns das Ganze hier mal an. Hier sieht man auch schon ein bisschen die eingesetzte ja, Wand. Ist halt mit Spalten versehen. Ich persönlich bin kein großer Fan davon. Ich hätte lieber gehabt, dass man hier Steine gehabt hätte mit diesen, ja, wie nennen wir die, Hinges oder was? Also nicht diese kleinen Wackeldinger, sondern im Prinzip die mit diesem großen Gelenk, diese 1x2, 1x2, wo man so ein Gelenk in der Mitte hat, wo man die zusammenklickt. Da hätte man das ganze Ding öffnen können. Das wäre, glaube ich, echt einfacher gewesen. Aber naja, es ist so gelöst worden. Wir müssen jetzt damit leben. Ihr seht es, große Spalten hier vorne durch diese Bauweise mit diesen, ja, hier Technikarm drin. Auch das seht ihr alles genau im ersten Video. Hier könnt ihr sehen, fehlen ein paar Teile, weil ich halt das Teil schon abgebaut hatte. Also das ist nicht original. Ne? Nicht wundern. Wer das im Originalzustand noch sehen möchte, der kann mein altes Burg Blaustein Video sich angucken. Da ist natürlich der Bergfried nicht dran, aber da sieht man das hier alles komplett. Ja, ansonsten ist das Teil wirklich schön, ich habe gerade den Berg abgerupft, weil ich ihn wirklich nur lose rangesteckt habe. Ich lasse ihn jetzt einfach mal ab. Weil so bauen wir das Teil auch gleich an meinen Berg unten ran. So würde es jetzt nochmal aussehen von der Perspektive.
ja, was soll ich hier noch groß zeigen? Das Einzige, was ich glaube noch nicht gezeigt habe, das kann ich mal eben machen, ist das Dach. Das schauen wir uns nochmal an. Das ist wirklich nett gebaut. Die Bauart finde ich auch wirklich gut. Hier hat man so ein paar kleine, ja, mit C-Clamps, die man so länglich baut und macht die überall an der Seite als Verzierung dran. Was ich wirklich echt schick finde, ist die Fahne hier oben. Die ist wirklich echt schick gebaut. Dadurch, dass sie so, ja, versetzt ist, sieht sie aus, wenn sie halt weht. Das finde ich echt gut gemacht. Da war ich sehr, sehr begeistert von. Bauweise von dem Dach ist wirklich nett. Da kann man echt nichts sagen. Ist toll gebaut. Setzt man hier oben rein. Hier oben ist eine, ja, Plattform. Da steht eigentlich noch ein Tisch und ein kleiner Hocker. Habe ich rausgenommen, weil was bringt es, wenn es auf meinem Berg ist und man es eh nicht sieht. Das Teil setzt man hier einfach drauf. Ganz, ganz easy. Und dann ist das fertig. Die Flagge kann ich dann drehen, wie ich möchte. Und dann ist das Teil da dran. Ja, wie ihr seht, es ist nicht allzu viel zu zeigen. Hier sind so wie eine Art kleine Schießscharte, so ein Fenster oder was auch immer. Hier oben sind ein paar Fenster eingebaut. Ja, hier seht ihr überall diese Technikarme. Ja, was soll ich sagen? Es ist jetzt optisch so der Knaller. Ich hätte es so gebaut und hätte es genauso gut gefunden. Also schreibt mir mal rein, wie ihr das seht. Ihr habt ja schon ein paar Sachen dazu geschrieben, aber ist es jetzt so viel schlimmer, so zu bauen? Also, hätte es optisch jetzt so einen großen Unterschied gemacht? Ich glaube nicht. Also für mich ist die Bauweise wirklich eigentlich ja, nicht sinnvoll. Also hätte man weglassen können. Ist meine Meinung. Viele von euch haben auch gesagt, sie finden es toll. Bei ihnen passt es. Und jo, ich persönlich kann damit leben, aber man hätte es anders machen können. Hier hat man so einen kleinen Griff. Da könnte man jetzt wahrscheinlich das ganze Teil rausziehen. Dafür ist es gedacht. Es kommt auch ein bisschen raus. Ich ziehe es aber nicht raus, weil sonst mir hier wahrscheinlich alles oben abfällt und entgegenfällt. Ich möchte es einfach nicht mehr rausnehmen. Ich würde sagen, wir gehen einfach nach unten, stellen das Ding endlich auf meinen Berg. Ich bin selber sehr gespannt, wie das aussieht. Und dann melde ich mich gleich, sobald ich das Teil positioniert habe. Ja, wir sind am Berg angekommen. Ich habe das Teil draufgestellt und das zeige ich euch jetzt. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es mir vorher besser gefallen hat. Ich bin echt ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe jetzt die Bäume da so an der Seite erstmal provisorisch dran gesetzt, damit das Ganze etwas voller aussieht. Der Berg dahinter soll natürlich noch hochgemacht werden. Ich sag mal, in dem Bereich soll das hinten so ein bisschen an dem Bergfried noch hochgezogen werden. Ich werde wohl den Bergfried ein wenig einkürzen um 2, 3 Steine, dass das Ganze ein bisschen weiter runterkommt, weil ich finde es doch sehr, sehr hoch und massiv. Und ich habe schon Änderungen vorgenommen, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich hier, spiegelt jetzt sehr durch die Lightbox, diese ganzen langen ausgetauscht in Holzmaserung. Ich fand das einfach zu massiv. Habe das ein bisschen kürzer gemacht. Gefällt mir so persönlich besser. Da oben war diese schräge Dachkonstruktion dran, die in meinen Augen die schöne Tür verdeckt und das Ganze auch sehr, sehr düster im vorderen Bereich macht. War zwar nett gebaut, hat mir aber gleich von Anfang an optisch nicht zugesagt, muss ich sagen. Das sah cool aus, cool gebaut, aber für mich optisch irgendwie ja nicht so der Hingucker von vorne. Ich mag die Optik jetzt so mehr. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt davon haltet von meinem Umbau. Ich werde mal kurz die Lightbox anders hinstellen. Kleinen Moment. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht mehr ganz so stark. Ah, sieht besser aus. Ja, also schreibt mir mal rein, was ihr davon haltet. Ich finde das so persönlich besser. Und ihr seht, da oben ist ja eigentlich ein Stein, wo die schräge Dachkonstruktion dran befestigt ist. Da habe ich jetzt einfach so eine Feuerschale rangebaut. War die beste Variante, dass ich den Stein nicht wieder rausbauen muss. Da habe ich nämlich gar keine Lust zu. So eine kleine Feuerschale, die da brennt, fand ich dann auch ganz nett. Ja, so sieht es momentan aus.
Ich gehe gleich nochmal von der anderen Seite komplett zeigen. Wir machen jetzt mal eine komplette Perspektive hier von weiter Ansicht. So sieht es aus. Ihr seht, da oben habe ich Böden weggenommen. Die habe ich jetzt hier drüben etwas anders eingebaut. Der Teil ist eh noch nicht so, wie ich es haben möchte. Und da habe ich halt ja einmal die Flugzeuge weggenommen darunter, damit das Teil dahin passt. Kann ich ganz gut mit leben. Dadurch habe ich halt noch ein bisschen Platz, um den Berg da noch so ein bisschen nach oben zu machen. Und es steht einfach ein bisschen freier und ist nicht ganz so eingeengt. Also es gefällt mir gut. Aber die Variante davor fand ich auch ganz cool. So ist das schon ein bisschen sehr groß für meinen Berg. Aber es ist noch im Rahmen, sage ich mal. Also ich kann damit gut leben. Jo, ich würde sagen, ich krabbel mal durch den Tisch unterdurch und ich zeige euch das nochmal von der anderen Seite, wie es von da aussieht. So, das Ganze nochmal von der Perspektive. Also ich denke mal, wenn man den Berg dahinter jetzt so hochgezogen hat, sieht das bestimmt ganz cool aus. Von hier gefällt mir das schon eigentlich ziemlich gut. So, ich werde es halt ein klein bisschen verkleinern. Also ich werde wohl 3 Lagensteine rausnehmen, damit der Bergfried nicht ganz so massiv hoch ist. Ich glaube, das könnte optisch besser passen. Aber so im Großen und Ganzen sieht das doch schon ziemlich ordentlich aus, wie ich finde. Da kann man echt nichts sagen. Also ich bin zufrieden. Wird natürlich alles noch ausgeschmückt. Ich muss mir jetzt erstmal hier wieder diese Steine besorgen. 2x4. Und deswegen sieht das auch hier ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe den Baum da erstmal so raufgesetzt, um da erstmal so eine Perspektive zu schaffen, dass es irgendwie nach was aussieht. Ich zeige euch jetzt mal kurz die andere Seite, da wir ja mal wieder ein kleines Stadtupdate haben wollen. Ich habe nicht viel gemacht in letzter Zeit, muss ich wirklich gestehen. War gerade Eishockey-WM oder ist immer noch. Leider haben wir heute gegen Finnland verloren. Finde ich sehr, sehr schade. War wieder mal ein Spiel, wo eigentlich die besseren Chancen auf unserer Seite waren. Leider sind die Finnen effektiver gewesen. Ja, leider kein Finale. Jetzt geht es morgen um Platz 3. Ich bin sehr gespannt und werde da mal gucken, was die Jungs da reißen können. Also ich bin momentan sehr, sehr viel am Eishockey gucken. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich gerade ein bisschen weniger Klemmbausteine aufeinander drücke. Ja, meine Stadt. Das Gebäude kommt definitiv hier nicht hin. Ich musste es da oben runternehmen. Das stand eigentlich ja ursprünglich da oben. Da ist es jetzt nicht mehr. Und dieses Gebäude möchte ich in der Stadt nicht haben. Ich finde es nicht passend. Da habe ich mal die Town Hall dazugestellt. Finde ich auch nicht passend. Ist mir zu groß. Ich werde die Gebäude in der Größe von diesen Apokalypse-Dingern halt in der Größe nutzen und nicht größer. Ich muss mal gucken, welche Häuser ich da finde, passend, die ich so ein bisschen Apokalypse-mäßig auch noch selber abändere. Aber die Town Hall wird es nicht werden, weil ich bin ja immer noch im Überlegen, den großen Bahnhof hier hinzubauen, obwohl ich echt glaube, dass das nichts wird. Ich wollte da eigentlich auch irgendwie reinfahren können, aber es ist einfach zu wenig Platz. Ich habe einfach leider zu wenig Platz. Ich bekomme hier nicht viel hin. Ich meine, wir haben hier eine 32x32 Plate mit dem Apokalypse-Haus. Daneben sind zwei 32x32 und dann bin ich schon bald bei den Schienen. Ich werde wohl eine ganz, ganz kleine Stadtzeile machen und dann vielleicht den Bahnhof noch. Vielleicht lasse ich den Bahnhof auch ganz weg. Der Stadtbereich ist gerade für mich noch ein bisschen ein Rätsel. Also vielleicht habt ihr da Tipps, Anregungen, wie ich das gut lösen kann. Es ist ja sehr, sehr klein. Hier fahre ich ja auch mit Schienen, wo ich auf 2 Gleise gegangen bin, um in den Bahnhof vielleicht einzufahren. Ich werde ihn mir, glaube ich, doch noch holen, um ihn zu bauen und zu gucken. Der ist ganz schön groß, wie es aussieht. Hätte schon Bock drauf. Also muss ich mal gucken. Es ist gerade, bin zwiegespalten. Ich habe mir auch viele Fliesen jetzt bestellt von Klemmbausteinwelt. Zeige ich euch mal. So, da seht ihr sie. Eine ganze Schütte voll, 2x4 Fliesen. Hier ist auch noch eine ganze Tüte voll mit den Dingern. Die muss ich jetzt auch, will ich dann hier demnächst eine Straße anfangen. Hier geht es dann über in so einen Schotterweg, der vor der Fischerstadt dann langläuft. Soll in eine normale Straße übergehen, die dann auch so kleine kaputte Stellen hat und Löcher im Asphalt und all sowas. Das soll halt da kommen. Viel, viel Straße wird es nicht werden. Also ich möchte dann, dass im Prinzip die Straße hier vorne irgendwo langläuft. Einmal
hinten rum, vielleicht da vorne noch rum und dann irgendwie Richtung Bahnhof. Und hier wird vielleicht auch noch was langlaufen. Bin mir noch nicht sicher. Das wird sich erst ergeben, wenn ich mehr Häuser habe und weiß, wie ich die Häuser aneinander stelle und baue. Da muss ich jetzt einfach gucken, was ich da für Häuser nehme. Erstmal jetzt noch die Polizeistation. Das Diner bin ich immer noch zwiegespalten. Ich finde es optisch wirklich nicht gut. Werde es mir vielleicht aber trotzdem holen, um einfach mal zu gucken, ob ich was draus machen kann. Also mal schauen. Also die Polizeistation definitiv, die kommt noch in Apokalypse-Version dazu und dann werde ich wahrscheinlich Häuser mir besorgen, die ich dann selber apokalypsemäßig umgestalte. Jo, gut, es ist nicht viel passiert. Das Gröbste ist halt da wirklich jetzt das hier, was sich verändert hat. Und hoffe, das kleine Stadtupdate hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr jetzt dazu sagt. Und ja, ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne machen und würde mich sehr, sehr freuen. Das tut ja nicht weh und die Noppensteinstube sagt Tschüss.